Seit rund anderthalb Wochen stürmt es fast täglich auf Sylt. Extrem war der Wind dabei zwar nicht in den Spitzen um die 100 km/h in wiederkehrenden Böen, aber trotzdem entwickelten sich an der Odde in Hörnum dynamische Ereignisse mit enorm viel Energie, vor allem bei Hochwasser, das vom Wind noch zusätzlich gegen die Küste gedrückt wurde, schlugen die Brecher gegen die ohnehin schon schwächelnde Odde und das über viele Tage hinweg. Zwischen diesen Bildern liegen nur 4 Tage. Meterweise ist der Sand verloren gegangen und die Odde schrumpft weiter. Trockenen Fußes konnte in den vergangenen anderthalb Wochen bei Flut keiner die Landzunge umrunden. Die Erosion der Hörnum-Odde schreitet weiter voran. Die empfindliche Südspitze der Insel verändert sich seit einigen Jahren sehr stark. Die Dünenlandschaft ist den Naturgewalten unterworfen.